Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part Pest 2013. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir dran sind, aber... Oh, es war auf jeden Fall was Wichtiges, Nordeuropäische Liga, der letzte Spieltag, okay. Und ich glaube, wir brauchen hier nur ein Unentschieden. Glaube ich. Müsste doch sein. Weil wir 3 Punkte mehr haben als dir und wir brauchen nur ein Unentschieden. Oder halt eine kleine Niederlage schon ausreichen. Aber ob jetzt Niederlage oder nicht, wir versuchen, oder besser gesagt Unentschieden, wir versuchen natürlich trotzdem zu gewinnen. Nein, das war nicht gut. Gott, was mache ich denn jetzt? Das ist nicht gut, aber wir haben den Ball. Oder auch nicht, weil meine Teamleute nicht schießen können. Ja, lauf in den Gegner rein, damit er den Ball hat. Das ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Ach komm, das erste Tor ist mal so lächerlich, weil ich wieder nichts für kann. Wenn ich jetzt hier nach unten schieße, schieße ich einfach da vorne hin. Was bringt mir das denn, dass ich ziele? Das Tor, aber nein, er muss zu hoch schießen. Okay, den Ball habe ich jetzt nicht verstanden, obwohl doch, natürlich habe ich den verstanden, der war super. Nein, wieso greifst du denn? Du bist so in, Alter. Wie kann man so inkompetent sein und dann versuchen zu köpfen? Ach, auch machen. Ein sicheres Tor, was kein Tor ist. Aber das ist zumindest ein Tor. Oder auch nicht. Aber das. Geht doch. Ich dachte gerade erst, der wäre irgendwie gestolpert. Das sah nämlich, als er den Ball reingetreten hat, ziemlich komisch aus. Das will ich mir jetzt gerade nochmal angucken. Also. Ja, ziemlich stylisch im Lauf mitgenommen. Kann aber auch schief gehen. Wie wir es ja auch gut kennen. Erstmal wieder gut gekontert und den Ball sinnlos verloren. Das ist doch schön. Aber jetzt. Und der ist drin. Nice. Dann führen wir wieder. Aber das heißt nicht, dass wir gewinnen. Das Spiel kann nämlich ziemlich krass verarschen, wie wir wissen. Zum Beispiel auch schon am Anfang des Parts. Nein, nicht der. Oh Gott, du solltest den nehmen. Ja, und wenn du schon ganz woanders hinschießt, kannst du ja wohl wenigstens den Ball mitnehmen. Okay, jetzt haben sie aber eine gute Chance draus gemacht. Die ich selbst wieder verkacke, aber auch selbst wieder mache. Und der ist nicht drin. Aber ein guter Versuch. Ich versuche die gleich mal auszudribbeln, ob ich das hinkriege. Also den Torwart jetzt. Dankeschön für den Ball. Wahrscheinlich eh gleich wieder verloren geht. Nein, sogar tatsächlich mal nicht. Lol. Nein, und dann schießt er so hoch. Das war so gut. Wie ich den Torwart und einfach alle Abwehrspieler da die ganze Zeit verarscht habe. Und dann schießt er zu hoch. Das ist nicht wahr. Aber wir dominieren ganz eindeutig. Nein. Ja, komm, das ist wieder lächerlich. Ich habe
wirklich 30 Jahre vorher schon auf den gezielt, aber wenn er nicht schießt, dann ist es ja halt auch abseits. Nein, noch. Und da, aus sowas wird eh wieder ein Tor. Aus solchen Chancen, die einfach kein Skill benötigen, wird am Ende sehr oft ein Tor. Jetzt laufe ich ins Abseits rein. Was habe ich dir gesagt? Wir sind aber auch ein bisschen dämlich. Ja, super. Toll. Das Abwehren hat jetzt sehr viel gebracht. Im negativen Sinne. Aber der Schuss war auch negativ. Oh, das war nice. Nein! Oh mein Gott, wie ich den Torwart gefickt hab! Alter, war das gut und dann war das abseits. Das wäre so ein richtig geiles Skill. Tor gewesen. Und das wäre ein richtiges Noob-Tor gewesen. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Oh. Ja, so langsam kann man ja auch wohl mal Freistoß geben. Will mich da drei gleichzeitig wegchecken. Wieso nimmst du nicht den Ball an? Hallo? Greif den an. Ja, okay, der schießt eh noch beschissener als der Schuss, wo ich den Keeper verarscht habe. Lauf. Jeez, nein! LOL! Er hat einfach mal seinen eigenen Teampartner gefoult und deswegen haben wir jetzt Ecke. Ja, danke. Nein! Lauf doch in... Ach, schade. Oder kriegen wir dann noch was raus? Vielleicht? Oh ja. Was? Aletti hatte nicht... Ich dachte, Aletti hat den Ball. LOL. Ob der sich den Ball so leicht abnehmen hat lassen. Wie schlecht. Ja, perfekt. Ja, okay. Zumindest führen wir 2:1. Aber das Spiel ist irgendwie ziemlich komisch. Naja, bis zum nächsten Mal. Ciao.